Hallo zusammen, ich bin Cassie und ich war am Wochenende mit auf der GlowCon in Düsseldorf dabei, diesmal als Artist. Und ich muss schon sagen, da hat man so einige Vorzüge, denn ich habe hier einfach 5 Goodiebags rumliegen, die gefüllt sind mit sehr coolen Produkten. Und ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr davon ein Unboxing wollt. Und sehr viele von euch haben gesagt, ja bitte mach eins, wir sind neugierig. Also falls dich interessiert, was YouTuber alles so geschenkt bekommen, dann bleib jetzt dran und viel Spaß mit diesem Video. Aber vorher wieder ein kleiner Disclaimer. Ich möchte natürlich mit diesem Video nicht angeben oder so. Ich will euch einfach zeigen, was man als YouTuber bekommt, wenn es euch interessiert. Und ohne euch wäre das Ganze gar nicht möglich. Deshalb bin ich auch super, super dankbar für alle Produkte. Und auch für euch ist natürlich wieder was dabei. Also wenn ihr aufmerksam das Video schaut, dann gibt es für euch vielleicht die ein oder andere Verlosung. Deshalb bleibt dran und jetzt viel Spaß. Fangen wir mit der Goodiebag an, die ich persönlich am geilsten fand. Leute, ich bin ausgerastet, als ich das gesehen habe. Und zwar ist die von NYX. Ihr seht, die Größe allein schon ist der Wahnsinn. Und jetzt passt auf. Erstmal oben drauf war so ein Hipsterbeutel für, keine Ahnung, unterwegs. Und dann war da drin nur noch, oh mein Gott, Schminksachen. Als erstes habe ich hier so 3 Cream and Highlight Contour Paletten. Einmal in jeder Farbe eine, also richtig crazy. Was soll ich denn mit so vielen Contour Paletten? Und dann habe ich da reingeguckt und dachte mir so, wow, was soll das denn? Seid ihr verrückt? In der Goodie Bag waren einfach mal 12 Lipglosse drin und zwar aus der Lingerie Serie. Das ist der Wahnsinn, Leute. Das sind alles so braun, rosé, nude Töne. Ich glaube, die haben einfach jede Farbabstufung da reingeschmissen in die Goodie Bag. Das sind so schöne Farben. Eine davon habe ich auch gerade drauf. Und zwar ist das die Nummer 15, Bustier, glaube ich, spricht man das aus. Wunderschöne Farben auf jeden Fall. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist allein schon the dream. Dann waren in der Tasche auch noch 9 von diesen hier. Und zwar sind das Liquid Highlighter aus der Away We Glow Serie. Das passt ja perfekt auch zur Glowcon, wo ich die ganzen Dinger bekommen habe. Davon habe ich noch nie einen probiert. Ich bin sehr gespannt, die zu testen und werde euch dann berichten, wie ich die so finde. Dann habe ich hier noch 2 Lip Primer und auch noch einen Primer fürs Gesicht. Und dann noch was sehr Spannendes, wie ich finde. Und zwar diese Chromatic Illuminating Powder. Die kommen auch wieder in sehr unterschiedlichen Farbnuancen. Und da habe ich keine Ahnung, was das genau sein soll. Sind das auch wieder so Highlighter? Sind das Lidschatten? Ich weiß nicht. Ich werde es rausfinden, aber die sehen auf jeden Fall sehr schön aus. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr die schon gesehen habt. Und gerade wisst, was ich damit so anstellen kann. Machen wir mal eine kurze Make-up-Pause, indem ich euch das hier zeige. Ich habe am Stand von Monet noch eine Handyhülle bekommen, aber eine sehr besondere. Ich zeige euch die schnell. Und das Besondere hierbei ist eben, dass damit noch so eine Kette kommt. Und die kann man hier vorne reinklippen und dann kann man das Handy wie so eine Tasche einfach umhängen. Ich fand die Idee für die GlowCon mega geil, weil da war man eh die ganze Zeit so am Bilder machen mit dem Handy und kann es einfach wieder so runterfallen lassen und hat es als Handtasche an. Ich weiß nicht, was man damit im Alltag wirklich machen will, aber eine coole Idee. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich benutzen würde, aber es sieht auf jeden Fall wunderschön aus. Dann haben wir am Stand von Mercy Handy erstmal wieder eine sehr schöne Tasche bekommen. Also ich habe jetzt Taschen und Beutel für das nächste Jahrtausend. Und da haben wir aber auch noch was Richtiges bekommen. Und zwar erinnert es mich sehr an Amerika, denn wir haben hier eine Palette voll mit Hand Sanitizer, also Handdesinfektionsgelen bekommen. Die habe ich in Amerika nämlich immer benutzt von Bath & Body Works und ich finde das so geil, wenn man draußen ist und dann hat man irgendwie das Gefühl, man hat schmutzige Hände nach dem Einkaufen oder so und dann kann man die drauf machen und hat einen super Duft wieder und hat einfach so das Gefühl von sauberen Händen und deswegen freue ich mich unglaublich darüber und ich habe noch gar keins ausprobiert, das mache ich jetzt schnell mal. Oh, wow. Okay, die sind sehr, sehr, sehr intensiv. Das hat mir gerade so richtig in die Nase gestochen. Ja, nach ein paar Sekunden legt sich der Geruch und jetzt ist es auch angenehm. Der erste Moment war gerade ein bisschen schockierend. Aber das finde ich auf jeden Fall cool und wandert direkt bei mir in meine Handtasche. Machen wir weiter mit dem offiziellen Goodiebag der GlowCon. Ihr hört schon, das wird interessant. Als erstes habe ich hier dieses Deo von Emoji. Die sind ja gerade total gehypt. Habe ich selber noch nie ausprobiert, aber das ist die Geruchsrichtung Aloha Hawaii. Wow, okay, ist auch wieder viel. Das riecht vollkommen nach Sonnencreme und Kokosnuss. Mega lecker, da kriegt man richtig gute Sommerlaune. Dann ein Trockenshampoo von Gatsby. Das habe ich noch nie probiert. Ich habe immer nur die von Balea, glaube ich. Aber ihr könnt mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr damit schon Erfahrung habt. Außerdem gab es 2 Foundation-Pinsel. Webster Aufkleber.
Dann noch drei Nagellacke, einer in so einem richtig schönen Korall, einer in einem Grün. Ich weiß nicht, ich habe noch nie jemanden mit grünem Nagellack gesehen. Ist es nicht so meins. Und dann noch einen hier drin. Oh. Der war ganz special verpackt. Ich weiß gar nicht, was für eine Farbe es hat, ob es klar ist. Oh nein, das ist so ein rosa Korall wie der andere hier auch. Aber da steht irgendwas drauf mit UV-Licht. Alles, was du noch für deine Maniküre brauchst, ist die LED-Lampe. Ah, geil. Gut, also ich habe jetzt einen Nagellack, muss mir noch eine LED-Lampe dazu kaufen, um den zu benutzen. Dann habe ich hier einen Lip Liner und Lippenstift von Alverde. Einen Eyebrow Pencil. Einen Mascara von Trended Up. Einen Lipgloss von Essence in so einem richtig schimmernden Pink. Ist, glaube ich, auch nicht so ganz meine Farbe. Und was ich gerade bemerkt habe, nochmal ein Lingerie Lipgloss. Also jetzt habe ich 13 Lippenstifte von NYX. What? Auch sehr interessant, wir haben Binden in unserer Goodie Bag bekommen. Alles klar. Und einen Rasierer. Also ich glaube, die Glow ist sehr bedacht darauf, dass wir gepflegt sind. Wie cool, noch eine Farbe von L'Oreal Colorista. Und zwar diesmal die 2-Wochen-Farbe in Türkis. Ist, glaube ich, nicht so ganz meine Farbe, aber sie sieht darin auf jeden Fall sehr hübsch aus. Ich glaube nur nicht, dass ich mich das trauen würde, meine blonden Haare zu machen. Ich wünschte, ich wäre der Mutiger. 2 Invisi Bobbles. Nochmal ein Beauty Blender. Dann habe ich hier einen matten Lippenstift von The Balm, beziehungsweise wieder so ein Lipgloss. Wow. Das ist so eine richtig schöne braune Farbe. Das riecht wie so Pfefferminz-Kaugummi. Komisch. What? Das habe ich noch gar nicht gesehen vorher. Das ist der Betty Luminizer von The Balm. Und das ist so ein richtig schöner bronzefarbener Highlighter. Wow. Oh, der ist so cremig. Über den freue ich mich mega. Dankeschön. Und dann noch das hier. Das ist eine BH Cosmetics Brow Palette. Oh, ich habe es echt drauf. Schaut euch bitte das mal an. Das sind 8 Puder für die Augenbrauen und 4 Creme-Versionen davon. Was macht man bitte mit seinen Augenbrauen, dass man so viel Farben braucht? Also ich habe immer nur 2 Produkte dafür. Mache ich irgendwas falsch? Keine Ahnung, aber ich glaube, damit sind die Augenbrauen auf jeden Fall on fleek. Kommen wir zur letzten Goodie Bag und zwar ist die von Assam Beauty. Die Marke kannte ich oder kenne ich bisher noch nicht. Vielleicht lebe ich in der Mond und ihr kennt die alle, keine Ahnung. Aber da sind auf jeden Fall nochmal so 6-7 Produkte drin. Ich greife jetzt einfach mal 2-3 raus, weil das Video hat mit Sicherheit schon Überlänge. Wir haben hier einen Pore Minimizer, eine Brightening Eye Cream, ein Hydro Booster, intensive Feuchtigkeit. Ich weiß nicht, ist das für die Haare oder fürs Gesicht? Das werde ich noch rausfinden. Und ein Better Skin Serum. Das kann ich auch gerade momentan mit meiner Stimme sehr gut gebrauchen. Okay Leute, mein Fehler. Das eben war nicht die letzte Goodie Bag. Wir haben auch noch diese hier bekommen. Eine pinke extra, weil wir Teil der glorreichen 7 waren. Unter anderem waren da drin dieser Make-up-Radierer. Der entfernt anscheinend Make-up nur mit Wasser. Also so ein Tuch, man macht es nass und dann entfernt das anscheinend das ganze Make-up. Bin ich sehr gespannt, das auszuprobieren. Dann haben wir hier eines der neuen Produkte von Suela drin gehabt. Dann solche Beauty-Konzentrat-Kapseln, eine Hautcreme von BB und wieder so ein Colorista-Spray, aber diesmal nur dieses Eintag-Spray in rosa. Ich überlege mir das mal auszuprobieren. Wieder ein Beauty-Blender, ein Popsocket von der Glow und so ein Strap von Mr. Strap. Ich glaube, das probiere ich mal aus, denn ich habe auch so ein Popsocket auf meinem Handy von ATV, aber das ist mir irgendwie zu groß. Also ich glaube, das mache ich gleich mal an mein Handy dran. Und nochmal eine Mascara von Maybelline. Das war jetzt mein Unboxing-Video. So krass, was ich einfach alles bekommen habe. Ich bin super dankbar dafür, aber will natürlich auch was an euch zurückgeben. Wie und was ihr gewinnen könnt, steht alles unten in der Infobox, also schaut da vorbei. Und neben diesen ganzen tollen Produkten, die ich auf der Glow bekommen habe, habe ich dort auch eine wunderbare neue Freundin hinzugewonnen. Und zwar die liebe Selina. Ihren Kanal, Link findet ihr auch unten in der Infobox. Sie hat das gleiche Video hochgeladen wie ich gerade eben mit ihren Goodie Bags. Und auch dort könnt ihr was gewinnen. Also jetzt habt ihr doppelte Gewinnchancen, wenn ihr jetzt direkt auf ihren Kanal geht und bei ihrem Video vorbeischaut. Schreibt mir doch sehr gerne in die Kommentare, dass ihr von mir kommt. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich würde mich auch super über euren Daumen nach oben für dieses Video freuen. Und natürlich euer Abo, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und damit danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.